So, wieder da. Kann weitergehen. Kurze Telefonatsunterbrechung. Ich werde jetzt aber auch nicht mehr so lange machen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem... Kann man die Innerstatue mitnehmen? Nö, schade. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Platz jetzt auf der Platte aussieht, aber ich habe dann auch keine Zeit mehr, glaube ich. Hier, Hardlord, servus. Hey, wer bist du denn? Ich bin Hardlord. Ich bin, oder besser war, der hiesige Schiffsbauer. War? Ist was nicht okay? Schau dich doch mal um. Diese Drecksorks haben mein ganzes Geschäft kaputt gemacht. Zu allem Überfluss habe ich auch noch meine Werkzeuge verloren. Diese Bösen. Du hast doch hier noch genug Werkzeuge rumliegen. Aber das ist nicht dasselbe. Schon mein Urgroßvater hat mit diesem Werkzeug gearbeitet. Verdammte Ruinen. Ja, dein Urgroßvater und das Werkzeug benutzt du noch. Ah ja. Was genau ist mit deinen Werkzeugen passiert? Also das war so. Ich bin raus, mein neues Boot testen. Auf einmal macht's Rums und das Boot war futsch. Konnte mich gerade noch so an Land retten. Oh. Und was hat das mit deinen Werkzeugen zu tun? Ich hatte sie bei mir. Wie gesagt, ich habe mein Boot getestet. Da waren zwei Viecher, die mich beinahe zerfleischt hätten. Hab sie mit den Werkzeugen beworfen. Hatte gerade noch so Glück. Und dann regst du dich drüber auf, dass du die Werkzeuge nicht mehr hast. Ist klar, natürlich. Erzähl mir von diesen Kreaturen. Der eine war ein Lurker. Widerliche Biester. Nimm dich vor ihren Klauen in Acht. Und das andere Vieh? Das war ein Varan. Mann, hatte ich Glück, dass ich meine Werkzeuge dabei hatte. Hab's ihnen direkt ins Maul geworfen. Und nun stehe ich da, so ohne nix. Hab leider genug zu tun mit meinem neuen Boot, sonst würde ich denen mal ordentlich... Was? Schon klar. Ein wenig feige, was? Ich bin halt ein Bootsbauer und kein Schwertschwinger. Wäre ich Krieger, würde ich in der Arena kämpfen. Arena, gutes Stichwort. Da werden wir dann vielleicht noch hingehen. Mal schauen, ob ich das jetzt noch mache oder dann in der nächsten Aufnahmesession. Auf jeden Fall dürfen wir den Biestern die Werkzeuge aus dem Bauch schneiden. Wer hätt's gedacht? Wie stehst du zu den Orks? Scheiß Bande. Und für den zeigt's mal jemand. Aber ich sollte nicht zu laut reden. Ich lasse sie in Ruhe und sie mich. Nur die Nachfrage nach Booten ist nicht mehr da. Die Orks lassen keinen Schiffsbau für große Sachen mehr zu. Warum? Woher soll ich das wissen? Ich will aber auch mal anmerken, wir sind ja nicht am Meer, sondern bloß bei einem kleinen See, der dann einen Flusszulauf irgendwie durch Treles durch zum Meer hat, ne? Also es ist eigentlich total sinnlos, hier irgendwelche großen Schiffe bauen zu wollen, aber das hat man sich wahrscheinlich nicht so genau durchdacht, als man damals das Ganze hier gebastelt hatte. Dein Großvater? Ja, das war noch ein Haudegen. Kam von den südlichen Inseln. Hat sich hier niedergelassen und die Kunst des Schiffsbaus hierher gebracht. Er hatte das Werkzeug von den südlichen Inseln. Damit geht alles richtig gut von der Hand. Und du warst nicht in der Lage, dir mal ein neues Werkzeug anhand dieser Vorlagen selbst zu basteln, oder wie? Übrigens siehst du nicht wirklich wie einer von den südlichen Inseln aus. Aber wenn wir uns Arcania anschauen, dann müssen wir feststellen, dass sowieso die meisten Leute nicht so aussehen, wie man sich die Bewohner der südlichen Inseln vorstellt. Naja. Welche Ruinen? Sag mal, bist du blind? Guck mal da zum See. Diese riesigen Mauerreste. War mal eine alte Burg der Paladine. Dann hat irgendwer in Trelis den Fluss zum Meer gestaut. Bestimmt so ein paar verrückte Magier. Und schwupp, weg war die Burg. Mann, haben wir gelacht, als auf einmal die Blecheimer aus dem neuen See krochen. Und nun sind die Überreste der Burg gefährliche Bootsschlitzer. Die Ruinen haben schon so manche Boote zum Versinken gebracht. Trelis? Wo ist das? Ist so eine Burg weiter im Süden. Lauf den See entlang Richtung Süden und dann einfach dem Fluss folgen. Kannst du gar nicht verfehlen. Was wurde aus den Paladinen? Die waren mächtig sauer. Der König hat ihnen dann die Burg bei Gotha gestellt. Keine Ahnung, was aus ihnen wurde. Wo finde ich Gotha? Okay, das wird ein wenig komplizierter. Geh nach Süden, wie als wenn du nach Trelis willst. Kurz vor Trelis ist eine Abzweigung nach Montera. An Montera vorbei Richtung Norden. Auf dem Weg. Solltest du nicht verfehlen. Okay, ich bring dir die Werkzeuge. Super. Gib Bescheid, wenn du sie hast. Was krieg ich dafür? Ich denke, ich habe noch wohl ein paar Goldstücke. Super. Wo finde ich das Zeug? Gute Frage. Ich würde um den See herumsuchen. Die zwei Biester, die mich angegriffen haben, sollten dort noch herumlungern. Ich hoffe, sie verrecken an meinen Werkzeugen. Wer hätte das gedacht? Nee, den nehme ich jetzt nicht aus. Das versuche ich gar nicht erst. Wenn das schief geht, dann bin ich wieder der Gearschte. Deswegen lassen wir das einfach mal und gucken erstmal weiter, was es noch so für Quests gibt hier. Orksöldner, 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 Orksöldner. Alles bloß Orksöldner. Bist du einer? Nö, du bist auch bloß ein Orksöldner. Ich brauche Leute mit Namen. Frillok! Eine Zeit. Ich muss machen. Etwas retarded im Kopf, hä? Alles klar.
stehe hier schon seit Tagen. Hab Hunger. Ich will gebratenes Fleisch. 5 Keulen. So ein Glück, das haben wir. Ich habe gebratenes Fleisch für dich. Hier damit. Hier hast du Gold. Ein atemberaubender Anstieg von 2 Rufpunkten in Sylden. Yay! Naja, aber dafür mussten wir ja auch nichts machen, ne? Habe ich die Fischfässer drüben damit eingesammelt? Ich glaub's nicht, ne? Doch, hab ich. Sehr gut. Gut. Kann es sein, dass die für den hier waren? Ach ne, es ist bloß ein Fischer, aber irgendwo war einer, der die Fischfässer haben wollte. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde auch interessant, dass ein Fischer so hier 3 Bücher bei sich rumliegen hat, solche dicken. Ich glaube kaum, dass die Fischer lesen konnten im Mittelalter. Aber wir sind ja nicht wirklich im Mittelalter, sondern in einer Fantasy-Welt. Nun gut, aber vielleicht haben die ja auch irgendwelche philosophischen Werke von Aristoteles und Sokrates bei sich rumliegen gehabt, ne? Und darüber dann meditiert, was da drin stand, um auf irgendwelche tollen Erkenntnisse des Fischens zu kommen. Man weiß ja nie. Gut, haben wir hier noch, was ist das denn? Ach, eine Gabel. Gut, hier ist Stan, ich glaube für den waren die Fischfässer, oder? Wie geht's? Miserabel. Was stimmt mit dir nicht? Fisch, Fisch, immer nur Fisch. Ich kann diese stinkenden Dinger nicht mehr sehen. Wie läuft das Fischgeschäft? Anstrengend. Wir fischen hier wie die Bekloppten. Ständig kommen Karawanen und holen die Biester ab. Wir kommen kaum hinterher. Ja, super. Ich dachte, bei dir gibt's ja mal irgendeinen Quest oder so. Nö. Okay, hat sich das auch erledigt. Ich frage mich auch, ob wir jetzt mittlerweile mal alle Fischfässer haben oder nicht. Ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, statt Fischfässer, Fischfresser zu sagen. So, hier drüben, das ist die Arena übrigens. Da werden wir dann später noch vorbeischauen. Ich will bloß erstmal noch alles abklappern. So, Krieger, alles nichts Besonderes. Genau, hier drüben gibt es noch das Lagerhaus bzw. die Mühle. Die hat es dann sogar bei uns ins Rollenspiel geschafft, bei den beim Waldvolk. Die war dann der Platz für den Lagerverwalter, der dann quasi immer irgendwelche kleinen Aufträge für alle, die gerade Lust hatten, zu vergeben hatte. Gehörst du hier zur Mühle? Ich gehöre nirgendwo hin, Kleiner. Seit ich nicht mehr als Schmied arbeiten kann, finde ich mich nicht mehr zurecht. Oh. Du armes kleines Hutzi, du. Aber irgendwie redet unser Held auch gerade ganz komisch, oder? Der redet so weichspülmäßig, um es mal so zu sagen. Was ist dein Problem? Ich habe meinen geliebten Schmiedehammer verlegt. Glaubst du, ich weiß noch, wo ich das Mistding gelassen habe? Wenn du meinen Schmiedehammer siehst, dann bringst du ihn mir. Ist das klar? Oh, True Love, Ork und Schmiedehammer. Der klang gerade so ein bisschen wie Obelix, fand ich. In den Asterix und Obelix-Filmen, wenn er so mein geliebter Idefix oder sowas sagte, da klang er auch immer so. Mensch, jetzt wissen wir, worauf Orks stehen. Auf Schmiedehämmer. Ich will gar nicht wissen, wo sie die hinstecken. Ich war in der Stadtschmiede in Sinneby und habe ein bisschen in der Arena gekämpft. Irgendwo da muss ich den Hammer verloren haben. Verstehe. Na, dann wollen wir da mal überall vorbeischauen. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Wenn ich wieder als Schmied arbeiten würde, könnte ich dir auch zeigen, wie ich es mache. Verstehe. Warum konnte ich mir diese Antwort jetzt denken? Ich weiß auch nicht. So, hier ist noch irgendwo, kriege ich noch welche rum. Bade zu tun? Ah ja, im Bade, ist klar. Hier haben wir doch noch einen Assassinen. Quadir. Er mag. Der sieht so aus wie einer, der nicht arbeiten will und jetzt bestimmt zur Arbeit gezwungen werden soll, oder? Müde? Was ist los? Was willst du? Hast du nichts zu tun? Ich wache. Aber meine Hellebarde ist verschwunden. Ohne Hellebarde keine Wache. So einfach ist das. Naja, habe ich ja fast recht gehabt. Er ist nicht zu faul, sondern hat seine arme Hellebarde verlegt. Irgendwie sind die alle ein bisschen seltsam hier in Silben, oder die Orks? So, wo haben wir denn jetzt den Quadir?
Quartier, mein Freund, lass uns sprechen miteinander, ha? Du Freund aus dem Süden. Ein besonders herrlicher Tag, findest du nicht? Sonder Sonne, wie geht es dir, mein lieber Assassinenfreund? Du bist Assassin? Richtig. Mein Name ist Quadir. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin neu hier. So, dann weißt du sicher auch nicht, wie es hier läuft. Hm? Mach nichts. Ich werde mich schon um dich kümmern, mein Freund. Was machst du hier? Ich bin Beschaffer von wertvollen Arbeitskräften, mein Freund. Du bist Sklavenjäger. Ein garstiges Wort für diese verantwortungsvolle Aufgabe, findest du nicht? Kümmerst du dich auch um entlaufene Sklaven? Hier in Silden sind die Söldner dafür verantwortlich zu erhalten, was ich ihnen bringe. Woher bekommst du deine Sklaven? Viele Menschen verstecken sich in den örtlichen Wäldern vor den Orks. Ich suche sie und überrede sie, für die Orks zu arbeiten. Ich will dir bei deiner Sklavenjagd helfen. Sehr schön, mein Freund. Ich habe gerade erfahren, dass sich im Westen eine Gruppe Holzfäller herumtreibt. Das sind starke Burschen. Wenigstens einen von ihnen solltest du dir schnappen. Ja, machen wir. Aber nicht jetzt. Was habe ich davon, wenn ich für dich einen Holzfäller versklave? Du wirst schon nicht leer ausgehen, mein Freund. Mein Freund. Zeig mir deine Ware. Aber Hachi, mein Freund. Klingenschaden 85, ne? Das klingt doch ganz gut. Ja komm, das Krummschwert, Varantischversion des Richtschwerts, das stecken wir uns mal ein. Das klingt geil. Da können wir auch das Langschwert verkaufen. Die Bardaxe kann auch weg hier, der ganze Kladderadatsch, alles weg. Da haben wir nämlich schon mal 3000 eingesteckt hier. Noch mal ein paar drauf, den noch weg, den Schädelschild weiß ich gar nicht. Lass ich den abgenutzt. Dürfte eigentlich nicht der sein, den wir tragen, oder? Und ansonsten, das bleibt da. Hier noch irgendwas. Schwefel, Schwefelbrocken, Silberpokal. Was? Schmuck. Ja komm, scheiß drauf hier, weg damit. Ganzen Kleinkram können wir auch mal loswerden. Was haben wir noch? Eisenerz, Eisenerzbrocken. Das bringt alles nicht viel. Shit. Na gut, da müssen wir einen Großteil halt doch mit dem Goldausgleich zahlen. So wie es tut. Aber ich will dieses Krummschwert haben. So, eins hier drauf. Zack. Yeah. Sieht gut aus. Nehmen wir. Gefällt mir. So, ansonsten gab es jetzt nichts mehr bei Quadir, oder? Nee, ich glaube nicht. So, gucken wir noch kurz da drüben vorbei. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann die Arena vornehmen. Aber vorher werden wir uns noch kurz hier im Oberdorf etwas umschauen. Auch wenn es hier nicht mehr so viel gibt. Dieses Gehacke ist so schrecklich und mein Laptop ist so scheiße warm, ey.